da sind wir wieder zurück zu Far Cry 5. Wir haben ja eben die letzte Mission gemacht, wir haben ultra viel geilen Flugzeugkram gemacht und jetzt werden wir direkt die nächste Mission machen, und zwar diese Sägewerkssache, denn die ist am nächsten. Also halt, den Text noch geschwind. Eden's Gate hat das Baron-Sägewerk annektiert und hält dort Gefangene so lange fest, bis sie bereit für Jacobs Indoktrinierung sind. Aha, das werden wir zu verhindern wissen. Wir haben ja unser ultra krasses Hustle-Flugzeug am Start. Das hole ich jetzt auch direkt, da ist es. Ja, ja, ich will damit fahren. Dankeschön. Und wir fliegen da mal rüber. Natürlich machen wir das auch wieder so sneaky-beaky wie möglich. Okay, gut. Was zum Teufel? Hä? Hat sie wieder irgendwas gesehen, was... Ich weiß nicht, was sie gesehen hat. Let's go. Bist du da? Sie ist nicht da. Ja, sie schwimmt lieber, alles klar. Das kann sie ruhig machen, wie sie möchte. Wir wollen die Sache natürlich auch wieder so ruhig wie möglich machen, also diese Mission. Darum werde ich James Bond-mäßig jetzt gleich hier aussteigen und dann sanft herunterschweben. Okay, ich rücke mal vor. Und zwar, sobald wir auf 400 Meter Nähe sind. Ja, so. Oder können wir gehen auf 300 und ab. Diese Berge gehören Eli und seiner Whitehill-Miliz. Okay. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Fliegt jetzt voll bei denen rein? Das wäre nicht schön. Das wäre nicht gut. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Oh Gott. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Ich bin voll... Naja, glaubt ihr, das ist schlimm für die? Da sagen die jetzt, oh nein, wir machen lieber mal den Alarm an. Wahrscheinlich, ne? Um Gottes Willen. Shit. Das wird schon... Was, Peggy? Ich heiße nicht Peggy. Liz, komm, die Liz ist mitgeschwommen. Die ist so krass. Okay, passt auf. Ja, ja, bla bla. Also die beweihräuchern die da ein bisschen und bepimmeln die, dass die dann beitreten. Was ist das für ein Teil? Okay. Haben wir eigentlich ein Fernglas oder irgendwas Vergleichbares? Es stört mich ein bisschen, dass wir die nicht von weiter weg anvisieren können. Findet ihr das nicht auch ein bisschen kacke? Feind in Sicht. Nein. Ich kann die Munition wechseln. Okay, ich rücke vor. Achso, ich kann den Feuermodus hier wechseln. Wir brauchen noch eine schallgedämpfte Wumme. Das wäre echt eine nette Sache. Da unten, davon laufen welche rum. Ich kann sie leider überhaupt nicht markieren. Kann ich. Aber geht sie jetzt dahin? Ja, ich kann sie so alle markieren. Aber du gehst jetzt nicht hin. Wir gucken kurz, was sie macht. Wir müssen das mal getestet haben. Glaubt ihr, dass sie die killt? Liz? Nein. Aber so kann ich wenigstens von weiter weg markieren. Das ist gut, so kann ich... Liz? Nicht die Leute ummachen, gell? Einfach so zumindest. Da vorne ist ein Hund irgendwo. Okay. Ich glaube, die ich markiert habe, die greift dann vielleicht zuerst an, sobald wir entdeckt werden. Wäre eine coole Sache. So würde sie nämlich schon mal hinten alles wegmachen, wenn ich dann nach vorne hin aggressiv fighte. Warte mal, wir gucken kurz, was da ist. Okay. Oh shit. So. Direkt gucken, ob hier noch einer ist. Oh Gott, haben die hier Musik an? Könnt ihr bitte die Musik ausmachen? Leute, das gibt doch einen ID-Treffer, wenn ihr die einfach auslasst. Ja. Ich suche eine bessere Stelle. Okay, wartet mal. Ist da unten einer? Nee, sehr schön. Da ist noch einer. Das ist cool, so kann ich die alle markieren. Nicht runterfallen? Sehr gut. Okay, ich rücke vor. Pass auf mich auf. Warte. Fuck, der sieht uns. Ich guck ganz kurz nach dieser Musik.
Kann ich die vielleicht ausmachen? Ich glaube, die Musik steht bei denen oben. Das ist ein bisschen blöd, weil ich kann die nicht ausmachen. Oh, jawohl, noch eine Wackelpuppe. Näs. Richtig näs. Wobei Musik nicht so arg schlimm ist. Also wenn die Musik durchkommt und es gibt einen ID-Treffer, dann kann ich die Musik einfach an der Stelle entfernen. Dann hört man an der Stelle entweder nur ganz verzerrt den Sound, aber auch nur so lange, wie diese Musik eben zu hören oder ist oder erkannt wurde. Oh Gott. Kann ich die da unten von hier killen? Warte mal kurz. Aha. Weggeschlossene Ausrüstung. Gary, ich habe die ganze Ausrüstung, die wir den Gefangenen abgenommen haben, zur Aufbewahrung im Bürotrailer gesammelt. Sag mir Bescheid, wenn der Truck hier ist, um sie abzuholen. Dann schließe ich die in dir auf. Okay. Ich würde jetzt gerne hier raus, aber ich habe Schiss, dass ich jetzt sehr close bei ihm stehe. Nicht? Okay. Ich frage mich, ob ich alle markiert habe. Wahrscheinlich ist da oben noch einer. So, der blöde Radio ist hier irgendwo. Oh, shit. Den Killer? Was? Habt ihr die Leichen schon gefunden? Boah. Jetzt geht die Mucke aber ganz schön ab. Fuck. So. Cool bleiben. Ich gehe da lang. Chill. Oh, fuck. Was wartet auf mich? Oh! Fettsack! Oh, er hat mich umgeboxt! Nein! Alter, wie lächerlich! Ich will all die Jahre die Waffe ziehen und es geht nicht. Es ging einfach nicht. Ich konnte die Waffe nicht ziehen. Ich hoffe, dass Liz uns rettet. Aber ich denke, sie wird Schwierigkeiten bekommen, oder? Nee, okay. Nice, Liz. Nice. Ich hab dich ganz arg lieb. Oh, wie sie guckt. Komm mit, Liz. Wir machen das hier erstmal kaputt. Oh, Alarm ausschalten. Ganz chillig, millig. Bin ich drangekommen. Zack. So. Boah, ist das der einzige Alarm? Ich glaube schon. Wo ist die verkackte Musik? Da oben ist er. Okay, ich rücke vor. Pass auf mich auf. Er ist unter mir. Hallo. Oh, shit. Was ist denn das? Ah, die Wurfmesser. Jetzt zünde ich dich halt einfach an. Bye-bye. Wow. Bye-bye. So, jetzt stirbst du aber. Hopp. Das ist echt haarig, wenn man brennt, oder? Ja! Wow, die Intensität ist so hoch dann. Jedes Mal, wenn man das schafft. Haha. Willkommen bei der indischen Musikparade. Das ist eine wichtige Frau, die da. Die ist irgendwas. Die kann irgendwas. Das war mir bei jemand ganz anderem. Das ist jemand ganz Wichtiges. Aha. Okay. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Das ist also die, okay? Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Der wirft mit Rettich. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ja, nee. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Ach, wir gehen jetzt direkt deine Mission machen. Hier lang. Sieh sich nur mal eine an, wie die Menschen hier hausen mussten. Aber Mademoiselle, warte, hier ist voll viel cooler Kram. Siehst du das nicht? Hier ist noch ein Brief. Gefangenenplan. Aufwachen um 6 Uhr. Anwesenheit prüfen. Leichen überprüfen. Wenn die Checkliste erfüllt wird, zur Abholung zum Zwinger eskortiert. Worte des Vaters Gefangene und Käfige abspritzen. Abholung der Gefangenen am Haupttor. Nachmittagsgebet gelobter der Vater. Nachtruhe. Also ein super Plan. Macht dir Spaß dabei, deine Namen. Wir sind komplett voll mit Dingen zum Basteln. Trulla, warte kurz, wir müssen ganz viele Sachen herstellen. Ich stelle einfach alles her, was geht. Weil, können wir nicht herstellen. Damit wir wieder Zeug mitnehmen können. Wir sind nämlich die ganze Zeit voll. Na, das können wir gar nicht herstellen. Ja, haben wir schon gelesen. Ich wollte nur das Ding aufheben. Warte kurz, nicht so schnell, ich bin auch gleich da.
Was ist das? Ah! Und Wurfmesser, sehr schön. Und ein Sägewerkschlüssel. Indoktrination ist ein nettes Wort für Folter und Unterwerfung. Ja. Okay, Patricia, ich bin hin. Oh! Seine Visitenkarte. Das ist grob. Okay. Ach, übrigens, was mir noch einfällt bezüglich dieses Anblicks. Einige von euch haben mich gewarnt, ich soll Far Cry nicht streamen bzw. davor aufpassen, denn es wurden wohl. Dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Mach ihn in Richtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr. Egal. Ja, dass diverse krasse Sachen kamen und dann gab es wohl Leute, die auf Twitch gebannt wurden. Oder zumindest eine Strafe bekommen haben, also Streamer. Weil man bei Far Cry 4, glaube ich, auch Titties sehen konnte und so weiter und eben diverse krasse Sachen. Schießen die jetzt ab oder was? Steht doch mal. Die wir schon mal alle markieren. Wisst ihr was? Ich schicke die jetzt so hin und guck, was passiert. Ich guck, was passiert, wenn die Troller. Oh shit. Wenn ich ihr diese Anweisung gebe, die sie jetzt eben bekommen hat. Die versucht die dann echt sneaky biggy zu killen und scheinbar wird sie nicht entdeckt, obwohl sie vor den Leuten steht. Das heißt, ich kann die einfach vorschicken. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der die Reinigung leitet. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch aufgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Scheiße! Sorry. Ich muss die Waffe noch ein bisschen lernen zu unterscheiden. Auf 1 ist der Bogen, auf 2 ist... Also das wird dann einfach so durch... Da oben steht's doch. Ah, ich bin manchmal so... Ich bin so blind für Offensichtliches. Das ist echt schlimm. That's fucking bad, dude. Oh oh. Da hat wohl jemand gerade genudelt. Eine kleine Madame. Passt auf. Jetzt mal recht. Ich kann ihn irgendwo sehen. Aber dafür ist er eingesperrt. Er behandelt Menschen wie Tiere. Jetzt lassen wir einfach die Troller, die blaue, vor und gucken, was sie macht. Okay, ziehen wir das durch. Aber warte. Den Kopf rum. Wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Ja, dann chill. Also ich meine, wenn jetzt unsere... Okay, ich leg los. Wenn jetzt unsere Frau das versaut, haben wir halt geschissen. Aber es würde mich so hart interessieren, was die jetzt macht. Ich suche eine bessere Stelle. Die killt die einfach. Die killt die einfach, die Leute? Das finde ich echt grob. Shit. Das ist nicht so mit dem Schleichen, was? Was laberst du? Die sehen mich doch gar nicht. Bin ich nicht der krasseste Schleichboy der Welt? Alles klar. Scheinbar zählen wir als... Wir zählen als entdeckt. Ist ja aber auch nicht schlimm. Es gibt keinen zurück. Greif den mal an, bitte. Die Geiseln sind gerettet, ne? Also ich meine, da ist jetzt keiner, der die killen kann. So. Wie, du hast einen? Ihr habt mich platt gemacht. Wie sie erzählt. Hab einen. Juhu, mein Name ist Nay. Oh. Da labert noch irgendjemand. Okay, aber das sind die Geiselchen. Nein, Vieh macht auch Mist. Keine Sorge, die Hilfe kommt ganz bestimmt. Ja, ich bin doch schon da. Keine Sorge, da kommt bestimmt gleich Hilfe. Ich sehe den Mann schon. Alles Paletti, Schwester? So. Da wurde nur mein Stolz verletzt. Komm und zack. Komm her. Und BÄM! Zum Glück geht das einfach auf, wenn man dran dreht. Das hätten die von drin auch machen können, wenn sie stehen könnten. So, wartet mal. Gefangenenliste, 26 Jahre, verstanden, okay. Okay, legen wir los. Er hat die anderen auf den Berg gebracht. Willst du wissen, warum sie ihn denn kochen? Nein, komischerweise möchte ich das nicht wissen. Du bist nicht aus der Gegend, oder? Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Nichts. Nicht mehr Wasser. Nach 3 Tagen.
Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pässe trinken mussten. Oh. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Fällen in der prallen Sonne aufgehängt. Okay. Das ist echt haarig, oder? Es gibt eine Menge Irre hier. Ich hab was gehört. Ja, ich auch. Ich bin nicht taub, weißt du? Von dem Zeug kann man immer was gebrauchen. Von was kann man immer was gebrauchen? Ah, noch ganz kurz. Wir können jetzt auch so Zeug herstellen, ne? Ajo, wir können voll das krasse Zeug herstellen. Mach du mal kurz an deine Page, oder wie der heißt. Ich finde, die sieht aus wie eine Page. Erstaunlich gut in Brownies. Warum kann ich das, also was? Oh Gott. Ich stehe da. Wenn du nee, nicht dahin. Wo sind die Leute? Ich sehe sie gar jetzt. Sie hinrichten. Geh vor, Roger. Ich halte dir den Rücken frei. Denk dran, wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot. Ja. Oh Gott, Liz, geht so ran. Die killt jetzt den Scharfschützen, pass auf. Ich geh da lang. Die ist so krass. Das ist so eine krasse Brüller. Liz. Scheiße, wir gehen wohl laut rein. Boah! Einer weg, hurra! Nice. Liz, nice. Oh, wir haben alle platt gemacht. Ey, die Liz ist so krass. Das ist ja fast schon übertrieben, wie die Helfenden da reinhauen. Ist doch alles gut, ich bin doch da. Hey. Wisst ihr, was wir noch brauchen? Skilltechnisch, wir brauchen unbedingt mehr Erste-Hilfe-Kästen. Ich kann immer nur zwei nehmen oder so. So. Wir haben alle Geiseln gerettet. Lasst uns. Jess ist schon wieder da. Geht wieder. Warte ganz kurz, Jess. Warte. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Naja, ich will kurz die Punkte einteilen. Wir haben nämlich wieder 11 Punkte. Hier. Deine maximale Gesundheit wird auf 150 erhöht. Auch nicht schlecht, aber ich hätte doch sehr gerne irgendwie mehr Medipacks. Schalte den Wingsuit frei. Lege ihn mit Shift an. Ein Wechsel zwischen Fallschirm und Wingsuit ist erlaubt, größere Strecken zurückzulegen. Das ist ja ultra cool. Das brauchen wir auch bald. Aber wir bräuchten so... Kommt nach Verletzung schneller zurück, aha. Wir bräuchten so dringend mehr... Also zumindest das hier dann mehr live. Das werde ich dann gleich skillen, wenn es nichts anderes gibt. Schneller was nachladen, ziehen und wechseln. Mhm. Schneller was nachladen, ziehen und mit Bögen. Werden beschleunigt auch in Arcade. Herstellung, Sabotage, Sprengfallen, Alarmmanipulation und Safe-Knacken gehen schnell. Also ich hole uns jetzt erstmal das hier. So. Was ist das hier? Erbeutet doppelt so viel wie bisher von Tieren und Pflanzen. Das brauchen wir nicht. Schalte den Wingsuit frei. Ich glaube, den mache ich jetzt dann direkt als nächstes. Außer hier ist was Cooles. Wir können uns geduckt wesentlich schneller bewegen. Das ist noch besser. So. Es ist so cool, dieses langsame Aufbauen und sowas. Das gefällt mir so. Das war nicht geplant. So ultramäßig. Und ihr seid live mit dabei. Also praktisch fast live. Dadurch, dass 3 Folgen am Tag kommen, zumindest. Solange ich das, warte kurz. Solange ich das noch schaffe, seid ihr fast live eigentlich, ja. Schweinefleisch wollten, fragte er. Was wollten sie? Also ging er zu den Eltern raus, zog ihm die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Oh. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinhielt. Krass, der hat einfach die Eltern an die Kinder verfüttert. Was für ein widerliches Ferkel ist. Den müssen wir abschlachten ohne Ende. Ohne Ende müssen wir den abschlachten. Aber hart. Jess, wo ist der? Sag's mir sofort. Ich werde schon furios. Hier sind doch bestimmt gleich so viele Leute. Ne? Jess, ich kann da hochgehen. Ne? Ich kann abkürzen, du nicht. Du hast nur deinen Köcher, den ich nicht hab. Da ist doch bestimmt was Cooles hier, oder? Oh oh. Die Eltern an. Oh. Die Luft fühlte sich um den
Oh, okay. Sie ist eins von den Kindern. Ich verstehe schon. Sah ich mich um und war einfach weg. Verschwunden. Eine Katze in der Nacht. Oder hat sie es nur gesehen? Das ist echt ein krasses Schwein, der Kerl, oder? Also sowas ist... sowas abnormal. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Wir machen mal ein bisschen Gas hier. Da oben schreien nämlich schon Leute. Was ist was? Hat die jetzt kurz auf mich gewartet? Nee, ich kann direkt hoch, okay. Ich dachte, sie labert noch irgendwas von ihrer Story, die echt ziemlich krass ist. Aber irgendwann ist auch wieder gut, nicht wahr? Zack. Sehen wir uns das mal an. Oh Gott. Oh Gott, was machen die mit den Leuten? Die Schwachen sind unrein und unwürdig. Ihre Seelen werden von uns abgegeißelt. Das ist der Koch. Das ist der Koch. Okay. Okay, ich kill erstmal den Scharfschützen da oben. Ich geh da lang. Brennt! Brennt im Licht des Vaters! Brennt! Brennt! Just like your mom. Ich will ihm in seinen scheiß Tank reinschießen. Der kleinen Bitch. So. Ja, merkst du was? Krass, man hat ja echt einen üblen Bullet Drop auch, ne? Auf die Entfernung merkt man, wie die Waffen so richtig, die Bullets so richtig runter droppen. Ja komm, den holen wir uns jetzt, den verkackten Koch. Das Stück Scheiße hätte einen schlimmeren Tod verdient gehabt. Ja, aber ist der jetzt tot? Ist der jetzt tot? Wo? Hä? Wo ist jetzt bitte schon der Koch? Nee, wartet. Nee, ich will jetzt schon den Koch sehen. Die zwei habe ich ja gerade eben genudelt und der Koch stand doch genau hier. Das war's dann wohl. Oh Gott. Können wir bitte kurz den toten Koch sehen? Ich will auf ihn draufkacken. Aha! Du dreckiger Drecksack, du verschissener Drecksack, was willst du von mir, hä? So, die haben wir jetzt gegeben. Achtung! Ich glaube, der Koch wird gleich gekocht. So, Koch, wie sieht's aus, ha? Und schon ist er weg. Es ist nur noch ein kleines Stückchen von ihm übrig geblieben. Was ein Schweinepriester, da ist er echt eklig. Wir picken hier noch kurz alles auf. Sichere die Grube, das haben wir gemacht. Das war. Oh Gott, hier hat er noch irgendwelche Videoaufnahmen gemacht, wie so ein Ferkelkönig. Dann reden wir mal mit der Jessica. Ich hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ja. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt. Ich weiß nicht, was. Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Läuft! Okay, wir haben eine neue Gefährtin. Ein Gericht, das kalt serviert wird. Mm. Hey, du siehst so aus, wie ich mich fühle. Ja. Was ist denn hier los? Jess? Du machst Geräusche. Nein, Deputy. Meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die Richtige für dich. Ja. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Also hier in dem Spiel bin ich auf jeden Fall... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Liz! Bist du bescheuert? Du bist ganz alleine verbrannt? Wenn ich jetzt auch Feuer fange, kotze ich, Liz. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin okay. Sie versteckt sich hinter einem brennenden... hinter einer Leiche. Ist die bescheuert? Also die Liz ist so ein bisschen... Also sie ist schon echt hart drauf, ist klar. Aber die ist auch bescheuert. Darfst du nicht vergessen. So, pass auf. Verschafft dir Luftunterstützung und bringt einen Hubschrauber mit. Wissen wir. Waffe plus großes Magazin, mehr Geballer. Bringt nach einigen Abschüssen wiederverwertbare Munition zurück und repariert das Fahrzeug, das du fährst. Sammelt außerhalb des Kampfes Pflanzen ein. Erreicht 12 Gesamtkills, um diese Fähigkeit freizuschalten, okay?
sammelt außerdem, legt Feuer, das Gegner zurückschrecken lässt. What the fuck, girl? Was kann sie? Gegner können sich schwieriger aufspüren, wilde Tiere betrachten sie als einer der ihren. Als einen ihren, okay. Läuft. Wir können jetzt hier gerade nichts machen, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Und mehr so eine bessere Stelle, weil jetzt... Liz, bitte. Weil jetzt müssten wir auch mehr, wieder mehr Inventarplatz haben. Wo sehe ich irgendwo einen Platz? Also eine Anzeige, eine Angabe? Nee. Wir müssen diesen Schotter benutzen. Wir haben, das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Schweißbrenner haben wir aber. Wir haben das hier. Erhöht deine Geschwindigkeit für eine begrenzte Zeitspanne. F, benutze... hä? Warum steht da F? Benutze, um zu schießen. Okay. Erhöht den Schaden von Nahkampfangriffen für eine begrenzte Zeit. Markiert automatisch alle Tiere und Gegner in Sichtweite und lässt Raubtiere fliehen. Und verringert den erlittenen Schaden erheblich. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nur, finde ich, schwierig. Wir müssen... Gut, es ist nicht so schwierig. QE und dann ist man dem Ding. Und dann drückt man einfach drauf. Ich drücke jetzt mal hier drauf. Jetzt rennen wir sauschnell. Wow. Ach ja, das können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Don't shoot me, please. I need your vehicle. Ich wette, du redest dir ein. Du beschlagnahmst meinen fahrbaren Untersatz nur. Heuchler. Hey. Wusstest du, dass die Sekte mehr als einen Bunker hat? Jacob hat einen genau hier in den Whitetail Mountains gebaut. Tja. Was hat er denn jetzt noch? Warum shit? Kann ich... Niemand ist mehr sicher. Sie fackeln einfach alles ab. Jetzt haben sie sogar Chance... Ich hab grad was getrunken. Sack. Alter, das ist nervt fast ein bisschen. Diese Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Niemand ist mehr sicher. Sie fackeln einfach alles ab. Jetzt haben sie sogar Chets Restaurant abgefackelt. Er oh nee. In die Wälder geflohen sein. Vielleicht kannst du nachsehen, ob er Hilfe braucht. Oh, das Restaurant war so lecker vom Chat. Schade. Wo sind wir denn gerade? Da oben? Chat. Wir retten dich. Ich habe hier zufällig ein Auto beschlagnahmt. Und mit dem fahren wir jetzt mal ganz schnell zum Chat hin. Und wir sind bei ihm in 1. 3 meine ich. Nein, nicht diese verkackte Fahrhilfe. Oh, ich wollte mit Volldampf da runterspringen. Und dann habe ich aber auf den Boost-Knopf gedrückt. AKA. Liz? Sie kommt. Oh, wie sie angespurtet kommt. Das schafft sie noch. Nee, das schafft sie nicht. Liz, du musst näher kommen. Weißt du, das 84 Meter sind doch halt noch 84 Meter. Irgendwie brennt ja alles. Komm erstmal nicht. Scheiße. Okay, also wir wissen nun auch, dass wir mit den Autos nicht die krassesten Sprünge machen können. Was mich wiederum verwundert, weil ich mit meinem Flugzeug... Weil ich mit meinem Flugzeug vorhin auf dem Boden aufgeklatscht bin. Dann bin ich ins Flugzeug eingestiegen und bin damit wieder abgehoben. Vom Boden aus. Mit einem Wasserfahrzeug. Flugzeug-Ding. Es ist irgendwie merkwürdig. Es ist echt übertrieben, aber naja. Warum auch nicht? Ich brauche nochmal ein Auto. Könnte ich hier ein Auto beschlagnahmen? Nee. Wir haben jetzt den Wingsuit. Pass mal auf. Okay. Und jetzt. Wingsuit. Wahrscheinlich sind wir zu hoch. Wir müssen noch dahin. Ach, scheiße. Ich nehme das Teil da. Pass auf, die letzten Meter. Lassen wir uns fallen. Wow. Das ist ein Böser. Oh shit, wen haben wir denn hier? Alter, wie sie richtig hing. Liz, bist du da? Ich fahre jetzt nämlich zum Ziehen. Liz! Ich weiß nicht, ob sie... Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich fahre einfach. Oh! Die Steuerung macht mich noch so ein bisschen... Also das war auch nicht geplant, dieser Wurf. Aber hey, man kann sich an alles gewöhnen, meine Kinderlein. Man kann sich an alles gewöhnen. Ich wollte eigentlich hier so eine Ding schmeißen. Die Düse. Ich gehe da lang. Hallo. Holen wir sie uns! Bam! Oh. Ist der weg? Ah, der ist down. Easy tot gefahren. 400 Meter, was? Boah, ich bin so ein... Tal- und Wiesenwaldfahrer.
Was muss man jetzt damit machen? Versorgungsfahrzeug. Die müssen wir nur zerstören, die Versorgungsfahrzeuge, ne? Aber die anderen können wir uns absnacken. Oh Gott, die verfolgen mich doch jetzt hier nicht. Gibt's hier etwa noch einen Zug? Oh! Ja! Nicht explodieren. Gutes Wort, gutes Wort. Okay, wir machen ab hier mal langsam. Ich bin etwas rabiat ausgestattet. Da ist er ja schon. Bist du auch gut gelaunt, Dude? Was macht denn der? Ist er gerade von seinem Ding weggeflogen? Ich glaube schon. Den hat es gerade voll von seinem Smoker da weggehauen. Monsieur. Ich soll Tiere überfahren? Alles klar. Sieh dir nicht so genau an, was du da isst. So mit Hygiene. Sammle Fleisch von überfahrenen, geweihtragenden Tieren. Was für hier? Leicht angekokelte Notiz. Hiermit sei verkündet, dass dein Urteil gesprochen wurde und du in den Augen des Vaters schuldig bist. Du hast unsere Feinde auch weiter mit Nahrung und Vorräten aus deinem Restaurant versorgt, nachdem wir dich gewarnt hatten, dies nicht zu tun. Du darfst damit rechnen, dass der volle Zorn von Eden's Gate dich, deine Familie und deinen gesamten Besitz treffen wird. Das Feuer wird deine Seele reinigen. Ich verstehe schon, warum er abgehauen ist. Weed out the bees. Sind doch 8 Beere drin, Biene drin? Nee. Ja, wir sollen jetzt einfach irgendwelche Tiere überfahren. Womit? Klar, mit dem Auto. Ist ja logisch. Ich werde jetzt einfach das Ding benutzen. Hahaha. Hab ich schon... Sehe ich irgendwo Tiere, die ich... Bleib ruhig, dann haut es nicht ab. Wo? Was? Bin ich blind? Cool, wie das hier sogar knackt. Ist hier was? Hä? Wüsste nicht, wie ich woanders... Was sind das für... Ich raff's gerade nicht. Es macht so Geräusche, als wenn hier Leute, Gegner, Tiere wären. Oh. Okay. Wow. Aber ich sehe keine. Also angeblich ist hier oben jetzt irgendwo ein Tier. Es ist doch gelogen. Das markiert doch keine Tiere. Markiert automatisch alle Tiere. Wisst ihr, wo muss ich auf die Karte gehen oder was? Ach so! Da hinten sind die oder was auf diesem. Hä? Also. Ja, bla bla. Also scheinbar muss ich zu diesen Stellen und dann sind dann da welche in der Nähe, oder wie? Ich weiß nicht ganz, warum ich dieses Geräusch andauernd. Alter, wer ballert denn da? Was ist da los? Die ballern da voll rum. Okay. Auf was schießen die oder auf wen? Stachel-Ding aufgesammelt. Killen die da einfach nur den Bären? Falls ja, bin ich. Habe ich nichts dagegen. Jetzt ist das Ding abgelaufen. Sehe ich jetzt trotzdem noch, wo wir hin müssen? Ja. Es sind 4 extrem weit auseinanderliegende Gebiete, in denen wir das Fleisch sammeln sollen. Und die schießen da mit MGs oder so. Was ist denn das? Das sind echt Leute. Meatwagon. Ach so, ich muss. Ist das ein Helferlein von uns? Ich glaube schon. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann nicht verstehen, was hier gerade los ist. So. Ja. Oh, ins Wasser. Ja, endlich mal ein Spiel,
wo die Dinger im Wasser dann nicht funktionieren. Jetzt habe ich halt noch einen hinterhergeworfen, das war leicht dumm. Achtung. Boah, noch einer! Ist der nur zur Seite gegangen? Bye, bye. So, der eine ist weggeflogen. Das ist jetzt ein Critical Gegner. Der ist weg. Und das ist der letzte. Oh, ihr seid noch mehr Gegner. Ja, es sind noch mehr Gegner. Hä? Na, jetzt haben wir ja schon mal ein Auto. Mann, fein. Okay. Also, das Spiel ist so durchgedreht. Das Spiel ist so durchgedreht. Egal, wir haben ein Auto und könnten jetzt die Viecher überfahren. Da links ist irgendwo ein Elch umgelaufen. Keine Musik bitte. Da ist einer. It's your boy. Brummi brumm brumm. Wow, 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 wow. Wow. Ja. Beide down? Ich glaube schon. Was? Wie, ihr seid nicht tot? Wir machen. Was ist eigentlich für ein rotes Zeichen? Das ist ein Scharfschütze. Warte kurz, wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die hingelaufen? Da vorne. Ich hab's gerade nicht mehr gesehen. Ich komme. Oh fuck, ich hoffe, es wird ja nicht tiefer. Ist tot? Komm. Bist du jetzt down oder? Ah, das steht einfach wieder auf, das Vieh. Ich weiß gar nicht, wo das andere gelandet ist. Okay, das kann jetzt aber nicht mehr live sein, oder? Nee, läuft. Ha! Und der andere, wo lag der? Da vorne. Jawohl, hier sind voll viele. Okay, läuft. Das können wir alles hier machen, an dieser Stelle. Geil. Ist doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ist aber irgendwie wunderlich. Na, nee, ist nicht schlecht, wenn man dann extra so Punkte hat. Wisst ihr, was auch noch ein kleiner Bug ist? Ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, aber wenn man ins Auto einsteigt und direkt in dieser Einsteig-Animation nach links oder rechts lenkt, dann geht es nicht. Und dann geht es auch erst, wenn man es wieder loslässt. Jetzt kann man nur geradeaus und rückwärts fahren. Bam! Na, bist du schon down? Ja, okay. Ich, au. Alter. Komm mal mit. Steck mal ein. Genau. Setz das Ding in Bewegung! Oh, mach ich. Hol mal das kurz. Fuck die Ultra ab. Ist es jetzt böse, wie ich der Grüne oder nicht? Uns natürlich auch ich versteh's nicht. Was macht dieser grüne Herr hier? Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Das ist eine Frau. Bist du einfach eine Jägerin? Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Das ist der Glück, die Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende bis kein Pelz. Dann hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett. Er läuft, aber jetzt habe ich wahrscheinlich... Also, ich wollte sagen, ja. Diese verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben. Wie die guckt. Aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Munition, Ausrüstung, jo. Nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Und wenn du irgendwelche Tierfälle hast, zahle ich gutes Geld dafür. Ja, nice. Das spart mir eine Menge Zeit. Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken. Na sicher. Okay, gut, dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen direkt verkaufen, ja. Man kann das ja wieder sofort verkaufen. Okay. Kleidung, ne. Gut, das war's. Wir brauchen noch einen Elch. Einen kleinen Elch müssen wir noch holen. Da ist ein Ding. Ein Backpack. Holen wir uns. Boah, liegt hier viel Schotter rum. So. Da liegt einer rum. Ich hoffe, den kann man direkt snacken. Ich hoffe, der pennt nicht einfach nur. Hier sieht down aus. Oh, man kann den nicht nehmen. Was ist denn das da jetzt? Das ist eine Sirene, die gedrückt wurde, glaube ich. Da vorne ist auch irgendwas komisches. Hab gehört, die Peggys fangen Wölfe ein und machen irgendeinen kranken Scheiß mit ihnen. Wahrscheinlich picket die oder sowas, wer weiß. Ist jetzt nicht noch irgendwo ein Tierchen? Ja, da läuft einer. Sehr gut.
Da haben wir unsere Karre und dann... Oh, da läuft auch einer direkt beim Auto. Alles klar, der will wohl unbedingt sterben. Können wir uns plötzlich einrichten. Lass uns nicht einrichten. Oh, da schießt er mit Pfeilen auf uns. Ah, dieser eine, ne, dieser Archer. Insoweit. Jo. I'm a friend. Direkt vor mir hängt auch ein Pfeil. Oh. Der ist aber auch voll reingelaufen. So, ist er down? Nicht? All die Jahre überleben die Viecher echt hart. Oh no! No! Kann ich ihn trotzdem looten? Komm schon, komm schon, komm schon. Ha! Machst aber nur drei von... Nur drei von vier. Super, jetzt haben wir hier kein Auto. Ach komm, das ist doch jetzt echt ein Scherz. Das ist ein riesiger Scherz. Schon wieder Unluck over 9000. Not easy. Hallöchen. Wer davon getrieben wird mit seiner Waffe. Ja, ich muss euch leider überfahren. Ich hoffe, ich kann da vorne auf diesen kleinen Highway oder was es ist. Ah, jetzt bräuchten wir natürlich... Bam. Ja, man merkt es. Jetzt sind wir doch recht fix. Sehr gut. Und wir rennen, 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 rennen im Sauseschritt. Da stehen zwei Leute. Ich mach die tot. So. Autos? Ah, nee, die Ko- Also. Ist man damit auch schneller auf dem Auto, oder? Bestimmt. Die Liz war 800 Meter entfernt. Liz, warum machst du sowas? So. Okay, das Ding ist, ich glaube, zu klein, um gescheit damit fahren zu können, mit dieser Kittel. Aber ich denke, wir schaffen es. So Stück für Stück werden wir es schaffen. Und... Boah. Komm, Gas! Oh, hier ist auch nur so ein normales Gewässer hier. Oh, fuck. Der steht auf, der steht auf. Nein. Lass mich im Weg rumlaufen. Nein, der rennt zum Telefon. Der ist hier am Arm. Oh Gott, oh Gott. Geht doch einfach vom Wasser weg. Das ist doch ein Scherz, oder? Ist das ein verschissener Scherz? Komm. Na also. Weggetrieben. Ich bin so ein richtiger Hirte. Ah! Kannst du bitte jetzt tot sein? Oh mein Gott, der ist einfach das Monster unter den Hirschböcken, Elchen. Ist jetzt Ruhe? Ja, es ist Ruhe, sehr gut. Und? Ha! Ich wollte gerade fragen, bin ich gerade am Sterben, aber nein. Nur Trottel geht zu Fuß, sagt, so hockt sich auf mein Automobil. Ich weiß, da vorne ist eine kleine Wasserstrecke, aber die können wir vielleicht einfach überfahren. Nicht. Gibt es jetzt eigentlich auch Alligatoren oder... Oder doch nicht. So. Das liefern wir noch geschwind ab. Vielleicht wird es Zeit für einen neuen Grill. Ja, auf jeden Fall, Chat. Denn ich bringe dir jetzt vier von dem schmackhaftesten Bullenkötteln der Welt. Super Fleisch. Also es ist eine optimale Qualität. Ich habe fast nicht reingeschissen. Also von daher... Läuft. Es läuft, Chat. Guck mal hier. Chitty Boy. Komm, ich nehme extra meine Hand in die Hand, na? Bumm. Okay. Ah! Land des guten Geschmacks. Willkommen bei Chat, den man nicht versteht. Nice. Heute optimal. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch mal was essen. Oh. Der vorgibt, ein Soldat zu sein. Was? Er tötet unsere Brüder und Schwestern und bringt dieses Projekt in Gefahr. Unser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwo hinflüchten. Doch, kann ich sehr wohl. Testicle Festival. Okay, ein Hodenfestival, warum nicht? Das sind doch wir. Nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Ich bin doch jetzt... Achso, das stimmt, ich bin Deputy, genau. Davor war ich immer wer?
Gefreiter oder sowas? Oder Hans Wurst? Ich glaube wahrscheinlich Hans Wurst. Ein Einfangsteam, ist auf dem Weg. Okay, Leute. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich muss jetzt auch dringend was essen. Macht's gut. Die Playlist, das ist alles ist übrigens in der Playlist. Jede Folge, nur dass ihr das wisst, falls ihr gerade jetzt eingestiegen seid oder euch fragt, ob ihr alles habt. In der Playlist ist alles richtig sortiert. Ganz oben ist die Folge Nummer 1, also das Intro. Und unten eben die aktuellste Folge, also heute diese Folge hier. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.